nach Clayton. Was da passiert ist. Heartless! Oh nein! Affen! Affen, die Sachen machen. Die sind echt sehr wendig, deswegen sind die ziemlich schwierige Gegner. Protestgummi erhalten. Ja, wir müssen jetzt jedes Mal den Affen helfen. Bei den Herzlosen. Beschützen. Danach geht der Storyverlauf weiter. Maximum AP. Von Donald. Ein Feuergummi. Sehr cool. So, wir haben noch neue Abilities gelernt. Also, können wir die ausrüsten? Achso. Kufi kann Charmeur. Das ist halt geil, weil es zieht die ganzen Kugeln mehr an. In größeren Radius, aber nicht genug AP vorhanden. Okay. Können wir noch Items ausrüsten? Protestkette. Haben wir zwei Stück. Kufi hat nämlich eine. Victor hat auch noch eine. So. Nichts wird verschwendet. Hernowal. Können wir auch. Rufi auch noch geben. Alle Feuer- und Dunkelschäden minus 20%. Abwehrkraft steigt. Cool. Okay. Weiter geht's. Noch mehr Herzlose. Scheiße. Der ist so nicht stoß, der klappt manchmal, aber manchmal auch nicht. Dankbare Items und Tech-Boost erlernen. Sehr cool. Aerogar-Gummi erhalten. Ich glaube, das dürften alle gewesen sein. Hier. Tech-Boost. Stärkt die Tech-Punkte, die du durch Blocken einer Attacke erhältst. Rüste mehr aus für einen Boost. Ich habe leider keine AP mehr. Das ist doof. Aber tragbare Items haben wir jetzt 4. Ich trage leider nur 1 bei mir. Ausrüsten. Ne, Quatsch. Item. So. Mit rausholen. High Potion. Wir haben immer gebrauchen. Eine Mega Potion und am Ende noch ein Äther. Okay. Das ist ein Special-Gegner. Gucken, wer sich bewegt. Der war's nicht. Au. Der war's. Der in der Mitte. Donnertropfen. Ja, von denen kriegt man besondere Items. Am besten weit weggehen. Ach, der war's nicht. Den zu folgen ist halt echt schwer. Au. Scheiße. Ich will es versuchen. Mist.
Naja, gut. Ich hab's versucht und hab verloren. Wieder Herzlose. Ach, die auch noch. Die geben halt massiv Geld, können aber auch einem Sachen klauen. Die hinterlassen Bananen. Aufpassen, da darf man nicht drauf. Sonst rutscht man aus und verliert Taler. Aber wenn man sie schafft zu besiegen, geben sie einem viele Taler. So kann man extrem viel Geld grinden. Hier kommen eigentlich auch noch welche. Das sind normale Schattenlöcher. Eine Potion war das. Okay, das hätten wir geschafft, aber ich weiß jetzt trotzdem nicht, wie es als nächstes weitergeht. Ich glaube, ich muss doch wieder diesen Nilpferd-Pfad entlang. Glaube ich zumindest, wie gesagt, ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber wir können noch mal die Triotech nutzen. Die hier ist. Mal gucken, was wir da von Item kriegen. Au. Voll frech. Diese Herzlosen hier. Ich dachte, das dürfen glaube ich auch alle gewesen sein. Ah, da ist das Triotech-Symbol. Ich würde trotzdem sagen, dass wir nochmal Richtung Baumhaus gehen, weil ich glaube, da sind wir sicher. Da sind wir sicher und sicher bin ich mir, dass wir da hin müssen. Da hört ihr schon, da sind auch Gegner im Haus. Hi! Pick Thunder! Come on! Ich glaube, das war alles. Und jetzt müssten wir, glaube ich, auch wieder zurück. Und dann müsste auch wieder ein Event getriggert werden. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Gucken wir nochmal. So, ab geht's hier runter, wieder die Rutschi. Hopp. Kommt
Tarzan, lass dich nicht abhängen. Es klappt nie. Okay, wieder da. Und wieder Herzlose. Die geben anscheinend nie auf. Den Ofen aus Versehen geöffnet. Das wollte ich nicht. Jetzt ist die Affenlady weg. Ach nix, hier sind noch mehr Affen. Wie gesagt, bei den Gegnern kann man super effektiv grinden hier. Für den Endboss dieser Welt gerüstet zu sein. Ich brauche nämlich nur zwei Schläge, aber wie gesagt, die sind halt fies mit ihren Bananen. Thunder. Da bin ich nämlich hingefallen und hier die ganzen Taler. No. Was ist passiert? Was ist das denn? Herstellung von Aether, eine Potion. Ich glaube, wir müssen hier lang. Da ist er wieder. Wir müssen ihn nicht zwangsweise angreifen, er tut uns nichts. Luffy hat ein Level-Up. Sehr geil. Donald ist fertig mit der Welt. Okay, so wie es aussieht, muss ich hier nicht lang. Ja, der kleine, besondere, schwarze Herzlose, der kommt halt, wenn man einmal rausgeht. Wenn man die Gegner besiegt hat und wieder reingeht in das Areal. Aber an sich kommen halt meistens diese Herzlosen hier. Oh, ein Schatzsplitter. Noch mehr Gegner. Thunder. Lieber Blitz, weil es halt mehrere Gegner gleichzeitig trifft. Ich habe keine Magie mehr. Das löst trotzdem nicht mein Problem. Ah, das ist auch ein besonderer Gegner. Und er ist weg. Man muss ihn mit bestimmten... Da ist er. Man muss ihn mit bestimmten Zaubern... Wenn er so... Ich kann ihn nicht sehen. Ich will ihn nicht anvisieren, meine Güte. Da muss man irgendwas machen, Blitz, glaube ich. Da ist ihm entweder kalt oder warm. Magnet muss man da machen, glaube ich. Also je nachdem, was für Bewegung er macht, muss man einen Zauber auf ihn wirken und dann bekommt man halt ein Item. Und das sind halt besondere Gegner, die halt seltene Items droppen, die man halt nachher zur Herstellung des Ultima-Schwerts braucht. Dafür Mr. Clayton ist wohl auf. Glaube nicht. Das war ein Warnschuss. Gucken wir nochmal, was da los ist. Puh.
Du wieder. Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Und er ist wesentlich stärker. So ein quasi Mini-Boss gerade. Das schaffen wir. Schaffen wir doch nicht. Harte Loser sind wir. Also ich. In dem Fall. Da nochmal das Ganze. Voll frech ist der. Na warte. So. Wo jetzt? Oh nein, Jane ist in Gefahr. Wir müssen ihr helfen. Deswegen gleich schnell hin, nachdem wir diese Herzlosen hier alle mal verdrescht haben. Nehmen die XP natürlich noch mit. Auf jeden Fall. Brauchen wir. Damit wir nicht wieder so kassieren wie eben. Au. Angriffskraft gestiegen. Mega. Komm her. Du mit deiner Bananentaktik. Das finde ich nicht cool, was du da machst. Was sagen, wir sind auch noch welche. Nehmen wir alle mit. In einzelnen. Gerade habt ihr gesehen, dass ich nochmal einen zusätzlichen Schlag ausgeführt habe. Leicht. Ging auch ein bisschen schnell. Das ist der Konter. Das heißt, wenn ich auf den Gegner zustimme und den angreife, und der will gerade wieder angreifen, kontert Sora quasi automatisch. Das ist super praktisch. Ich wünschte, ich hätte schon Blitzra. Dann wären die alle instant kaputt. Oh nein, Banane. Verdammt. Ich hab's gewusst. Ist voll frech. Ist wie Mario Kart. Was ist er denn? Och Mann. Jetzt aber. Komm. Meine Taler. Meine schönen Taler. Schweinerei. Mist, ich kann nur nicht zaubern. Ich weigere mich halt auch einen Äther zu nehmen, weil ich es nicht für sinnvoll achte. Und für die Gegner lohnt sich das nicht. Gleich eh ins Zelt und speichere. Hey, wo ist Jane? Was ist los, Tarzan? Irgendwas kommen. Jane in Gefahr. Jane in Nähe, bei Baumhaus. Das klingt nach Ärger. Gehen wir. Ah ja, immer mit der Ruhe. Wir gehen und fighten uns erstmal noch durch die Herzlosen, weil ich weiß ganz genau jetzt mittlerweile, wo die kommen.
Kann ich sie überraschen, statt dass sie mich überraschen? Lady? Hier geblieben. Nee, du machst wieder deine Banane. Die schießt nämlich auch mit einer so einer Steinschleuder. Die macht viel Schaden. Da muss man auch echt sehr aufpassen, dass die anderen damit nicht treffen. Das ist auch ziemlich frech. Okay. Auf zum Baumhaus. Nee, dann nicht. Der kürzeste Weg ist über den Lilfett-Pümpel. Ach ja, jetzt genau muss es aufsteigen, weißt du? Finde ich nicht gut, was es da macht. Macht man sogar gar nicht. Ich glaube, das hier sinkt gar nicht. Große dunkle Frucht sieht verdächtig aus. Aber erstmal müssen wir uns den Herzlosen entledigen. Sonst werden wir hier überhaupt keine Frucht öffnen. Fort mit dir. Was will er denn noch? Ach, diese Frucht hier. Die mal kaputt gehen, ne? Aber ich finde ihre Animation sehr cool, wenn sie sich dann so am Ohr kratzen oder sowas. Gott. See ya. So, das haben wir auch. In die Boxen oder was war mit der? Mr. Clayton kam zum Zelt und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Clayton? Gorilla ist gefangen. Talk weggelaufen. Wir müssen den Gorillas helfen. Oh Gott. Dann mal hier in diesen Baumwipfel. Buttenbaum. Eine Kiste. Mega-Ether. Finde ich mega gut. Ich glaube, hier muss ich dann irgendwo lang. Da geht's zurück und da geht's dann wieder. Hier rutschen wir dann quasi wieder runter. Weiß nicht, ob wir das machen müssen, aber wir tun's mal. Ich würde nämlich gerne dann zurück ins Zelt und speichern. Oh,
das erste Mal geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Bin schon irgendwie stolz auf mich. So, denn an dieser Stelle würde ich erstmal die Folge beenden und sagen, danke sehr fürs Zusehen bei Kingdom Hearts Final Mix. In der nächsten Folge gucken wir, wo die Gorillas sind, was mit Clayton passiert ist und wie es weitergeht. Also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts Final Mix.